Hallo und herzlich willkommen in Year of the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache heute weiter mit meiner Berichterstattung vom Superbad Chess Classic in Bukarest. Zweite Runde. Und wir schauen uns die Partie an zwischen Alireza Firusia und Jan Nepomniachtchi. Firusia aktuell die Nummer 2 der Weltrangliste. Nepomniachtchi, ihr kennt ihn, er hat ja das Finale der WM gegen Magnus Carlsen relativ sang- und klanglos verloren. Aktuell die Nummer 6 der Weltrangliste. Firusia beginnt diese Partie mit erstens E4. Ich hatte in meinem ersten Video über das Superbad Chess Classic noch ein bisschen mehr zum Turnier erzählt. Ich könnte euch gerne das erste Video nochmal anschauen. Ich möchte jetzt in jedem Video nicht wiederholen, worum es in diesem Turnier geht. Ich gehe davon aus, dass ihr meine Videos regelmäßig verfolgt. E5. Nepo hatte ja bei der WM russisch gespielt gegen Carlsen. Das ist so seine Hauptwaffe zurzeit, also Springer F3, Springer F6. Und Firusia entscheidet sich hier nicht Springer F3 zu spielen, sondern Läufer C4, um russisch zu umgehen. Das ist ein typisches Verfahren, insbesondere in der Weltspitze. Wenn man weiß, dass der Gegner die russische Verteidigung spielt, dann kann man mit Läufer C4 diese Eröffnung umgehen. Schwarz spielt Springer F6, greift den Bauern E4 an, jetzt kommt D3. Schwarz hat jetzt aber die Wahl nach D3 mit Springer C6 den Übergang in die italienische Partie anzubieten. Man erreicht das zum Beispiel nach Springer F3, Läufer C5. Dann ist man in italienisch über Zugumstellung. Aber Schwarz hat auch die Möglichkeit, hier C6 zu spielen. Das ist bei dieser Zugfolge möglich und Nepo macht davon Gebrauch. C6 bereitet D5 vor, hier im Zentrum. Mit Besetzung des Zentrums. Ne? Springer F3 greift den E5 an. D5. Zwei schöne Bauern im Zentrum. Schwarz attackiert hier den Bauern, den Läufer C4. Der zieht zurück. Weiß attackiert immer noch den Bauern E5 mit dem Springer. Die alte Hauptvariante geht hier weiter mit Läufer D6, womit man den Bauern deckt. Damit bereitet man auch die kurze Rochade vor. Aber das Läuferspiel hat man immer mehr gespielt in den letzten 20 Jahren, auch in der Weltspitze, und es hat sich immer mehr weiterentwickelt in der Theorie, um halt diese russische Verteidigung zu umgehen. Und hier hat man herausgefunden mit der Zeit, dass Schwarz A5 spielen kann, sehr stark. Das zeigt auch Stockfisch an. A5 droht A4 mit Gewinn des Läufers. Es geht hier weiter mit A4. Weiß stoppt den A-Bauern. Im Übrigen habe ich am Anfang nicht erwähnt, ihr könnt euch gerne mein Video anschauen zum Läuferspiel. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, wo ich die wichtigsten Züge, Ideen und Pläne vorstelle. So, A4, Läufer B4 Schach. Sieht ein bisschen seltsam aus, dieses C3 zu provozieren. Weiß macht jetzt auch C3. Buxiert den Läufer zurück, der geht zurück nach D6, deckt den Bauern E5, aber jetzt steht das Feld C3 nicht mehr für den Springer zur Verfügung hier. Das ist die Idee von Läufer B4 Schach. Es geht weiter mit E schlägt D5, C schlägt D5. Alles noch Theorie. Und jetzt Läufer G5. Entwicklung des Läufers, Fesselung des Springers. Droht auf D5 zu nehmen. Deswegen Läufer E6. Dieser Springer auf B1, der muss jetzt entwickelt werden und Weiß wählt diese Route. Springer A3. Der Springer soll nach B5. Das ist ein sehr schönes Feld hier auf B5. Natürlich geschwächt durch diesen Randbauernzug A5 und weil Schwarz mit dem C-Bauern auf D5 schlagen musste. Springer BD7, Springer B5, attackiert den Läufer, der geht zurück nach B8. D4, attackiert E5. E4, attackiert F3, der Springer geht zurück nach D2. Kurze Rochade, bringt den König in Sicherheit. Springer F1. Firusia spielt sehr schnell bis hierhin. Und wobei, das war jetzt der erste Zug, wo er ein bisschen länger nachgedacht hat, 5 Minuten. Er möchte den Springer umgruppieren ins Zentrum. Fällt euch was auf hier? Ja, Weiß rochiert nicht. König steht die ganze Zeit in der Mitte.
Dame ist noch nicht im Spiel. Und er lässt sich sehr viel Zeit, ne? Er nimmt sich sehr viel Zeit, gruppiert sehr viel um. Dass dies möglich ist, liegt daran, dass das Zentrum nicht offen ist. Wir haben hier keine offenen Linien im Zentrum. Deswegen ist der weiße König jetzt zwar nicht besonders gut postiert, aber noch nicht in Gefahr. Springer F1 verhindert auch den Hebel E3. Schwarz kann nicht E3 spielen, Weiß würde den schlagen. Dementsprechend bleibt die Stellung erstmal, ich will nicht sagen geschlossen, aber im Moment kann keine der Parteien mit dem Hebel die Stellung vernünftig öffnen. Es geht hier weiter mit H6. Angriff auf den Läufer. Der geht zurück, hält die Fesselung aufrecht. Jetzt Läufer F4. Schöner Zug, aktiviert den Läufer hier in diese Richtung. Nichtsdestotrotz hätte jetzt Weiß Springer E3 spielen sollen. Oder Dame E2 mit der Idee Springer E3. Das sind für mich hier die logischen Züge, auch um die lange Rochade vorzubereiten. Stattdessen verfällt hier Ferusia nach einigen Minuten auf H3. Der Zug gefällt mir nicht. Es geht hier weiter mit Turm E8 und jetzt G3. Diese Kombination hier mit H3, G3 finde ich strategisch anrüchig. Schwächt eine Menge Felder. Der Läufer muss zurück nach B8. Und jetzt droht Schwarz G5 mit Gewinn des Läufers. Deswegen muss Weiß hier G4 spielen, um den Läufer zurückziehen zu können. Das kostet alles sehr viel Zeit, was Weiß hier macht. Ne? Viele Bauernzüge, im Prinzip klarer Entwicklungsrückstand, aber wie gesagt, die Stellung kann nicht so leicht geöffnet werden. Schwarz spielt Springer F8. Liebäugelt wahrscheinlich mit solchen Geschichten hier, Springer G6. Jetzt Springer E3, endlich, der Springer wird aktiviert. Im Übrigen attackiert Weiß hier den Bauern D5 zweimal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Springer G6 greift hier den Läufer an, gut gerechnet von Nepo. Ja, und hier musste Ferusia eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Schlage ich den Springer auf F6 mit dem Läufer oder gehe ich zurück nach G3? Es ist konkret. Läufer F6 ist sehr konkret, weil Schwarz danach entscheiden muss, ob er mit der Dame schlicht auf F6 und den Bauern D5 opfert oder ob er mit dem G-Bauern nimmt und seine Struktur schwächt. Läufer G3 ist der bessere Zug, weil das Feld F4 hier sehr wichtig ist, dass man den Springer nicht da einfach so reinlässt. Die Variante geht hier weiter mit Springer F4, Läufer F4, Läufer F4, Dame E2 und endlich mit der Idee, hier lang zu rochieren. Aber das gefiel Ferusia ja nicht. Er nahm auf F6 raus, Läufer F6, gibt seinen schönen Läufer ab. Und jetzt spielt Nepo sehr stark, Dame schlicht F6, schwächt nicht seine Struktur. Er opfert den Bauern auf D5. Ferusia nimmt diesen Bauern, Läufer schlägt D5. Und ihr seht hier schon an der Engine, Schwarz steht hier klar besser. Klar besser. Aber hier hätte Nepo einen starken Zug finden müssen, um diesen großen Vorteil zu behalten. Ich kann ja vielleicht mal das Brett drehen hier für euch. Einfach nur zwischendurch Brett drehen. Ich werde es wieder gleich drehen. Was ist hier der stärkste Zug für Schwarz? Es gibt hier eine schöne dynamische Möglichkeit. Ich drehe das Brett wieder. Was kann Schwarz hier spielen? Ich habe selbst jetzt nachgedacht. Ich habe einen Zug gesehen, den ich gerade nicht analysiert habe. Springer F4 ist hier sehr stark. Attackiert den Läufer zweites Mal und droht hier reinzugehen nach D3 mit Schach und Angriff auf den Bauern F2. Das sieht tödlich aus. Vermutlich haben beide übersehen, was nach Läufer schlicht E4 passiert. Hier kommt Läufer C4 oder Läufer D5, beides ist gut, basierend auf der Fesselung auf der E-Linie. Kann Weiß jetzt nicht zweimal auf D5 schlagen und Weiß hat hier Riesenprobleme. Ihr seht schon, die Engine sagt minus 3, das ist gewonnen für Schwarz. Zum Beispiel Läufer D5, Springer schlicht D5 und dann gibt es hier Riesenprobleme. Ne? Der Läufer kommt auch noch hier hin, Schwarz wird auf E3 gleich schlagen und durchbrechen im Zentrum. Eine weitere Variante nach Springer F4 ist hier Läufer B7. Springer D3 Schach. Und Schwarz hat hier riesen Angriff. Ich vermute mal, dass hier die Spieler irgendwo
das falsch evaluiert haben. Nepo spielte nämlich nicht Springer F4, er spielte Läufer schlägt D5. Er hat den rausgenommen. Springer schlägt D5. Dame G5. Das ist auch gut, aber nicht ganz so gut wie Springer F4. C4. Firuzja zementiert hier den Springer auf D5 und zusammen mit dem Bauern hier zentral kontrolliert er sehr viele Felder und verhindert den sofortigen Verlust, weil der weiße König im Zentrum natürlich extrem schlecht steht. Ne? Es geht hier weiter mit Läufer F4. Die Stellung ist super kompliziert und beide Spieler werden jetzt in der Folge nicht immer die allerbesten Züge finden. Läufer F4 statt Läufer F4 war Springer F4 hier besser. Ist ein bisschen direkter, ne? Droht Springer D3, Springer G2, Springer D5 und Weiß ist fast gezwungen zu schlagen. Ne? Okay, Läufer F4. Dame B3. Hier dachte Firuzja 18 Minuten nach. Dame B3 ist nicht so gut. Hier hätte er unbedingt Dame E2 spielen müssen. Mit der Idee Springer E3 und dann lange Rochade. Ich dachte hier an E3, um die Stellung zu öffnen und dachte die ganze Zeit, das Beste, was Weiß hier hat, ist F3. Das stimmt aber nicht. Ich habe das ein bisschen analysiert. Normalerweise möchte man die Stellung geschlossen halten vor dem eigenen König. Aber hier kommt Läufer G3 Schach und das ist ganz schlimm. König D1 und jetzt hier Turm AD8. Und hier kommt das Qualitätsopfer auf D5 ins Spiel, gefolgt von Springer F4 und das ist nicht zu verteidigen. Das ist einfach, das ist verloren aus praktischer Sicht. Hier muss man wie ein Computer verteidigen. Also F3 ist hier nicht richtig. Das Beste ist F schlägt E3 tatsächlich. Nee, F schlägt E3 nicht. König D1, Entschuldigung, König D1 weglaufen. Muss man auch erstmal drauf kommen. Und tatsächlich steht hier Weiß besser. Was habe ich hier noch analysiert? E schlägt F2, Dame F2 und der König, obwohl der weiße König hier so seltsam steht, ist ihm nicht beizukommen. Er kann einfach über C2 weglaufen und wie ich schon erwähnte, diese Bauern hier, die auch mit B3 gedeckt werden können, und die beiden Springer halten die C- und D-Linie geschlossen hier. Und der weiße König findet irgendwie seine Ruhe auf C2. Und dann kommt der A-Turm rüber ins Zentrum. Okay, in der Partie allerdings geschah Dame B3, wie ich schon erwähnte. Hier kann Schwarz angreifen, zum Beispiel mit Springer H4, spielte aber H5, möchte hier die Stellung öffnen. Springer E3, bester Zug, deckt G4. Dame H4. Mhm. Droht so ein bisschen, fesselt den H-Bauern, ne? Droht so ein bisschen hier zu nehmen, auf E3, dann auf G4. Weiß nimmt aber auf H5 raus. GH5, guter Zug. Dame H5. Dame D1. Zurück wieder. Bietet den Damentausch an. Schwarz darf hier nicht die Damen tauschen. Er hat ja was weniger. Dame H6, einen Bauern weniger. Dame H6. Springer F5. Springer F5 gefällt mir nicht. Sehr konkret gespielt. Hier hätte Firuzja Dame E2 spielen können und dann endlich den König rochieren. Wir haben schon fast den 30. Zug und Weiß klebt mit dem König immer noch in der Mitte fest. Aber man sieht, der Junge ist mutig, spielt schön nach vorne. Springer F5, also unglaublich, ne? Hier, Turm, Dame, König, Turm, alles auf der Grundreihe. Völlig verrückt. Jetzt Dame H7, bester Zug. Nicht nach G5. Nach G5 kommt Dame G4. Deswegen Dame H7. Damit Weiß nicht den Damentausch anbieten kann mit Tempo. Deswegen Dame G4 trotzdem. Jetzt Turm A6. Hier wäre E3 immer noch der beste Zug gewesen. Und nach F schlägt E3, Läufer E3, König D1. Ist die Stellung ungefähr ausgeglichen. Es ist, der Springer auf F5 steht ein bisschen wackelig, ne? Und ich kann mit Turm D8 hier kommen und ja, der König ist halt nicht so toll hier, ne? Also ein bisschen anders als die Situation mit dem Springer auf D5. Stattdessen kam aber Turm A6. Schwarz aktiviert den Turm über die sechste Reihe. König D1, endlich, der König läuft weg. Gut, kurze Rochade kommt natürlich nicht in Frage, ne? Die Stellung ist komplett offen hier. Lange Rochade geht nicht, weil der Läufer hier reinschaut, also König D1. Turm F6, lugt hier hin. Turm E1,
Und jetzt Springer F8. Schwarz attackiert hier den Springer auf F5. Man könnte jetzt auf F4 nehmen. Dann kommt aber Turm F5. Dame D2, Dame H4 und Schwarz hat riesen Druck hier. Ne? Also das sieht auch nicht gut aus. Deswegen spielte Fedusia Springer E3. Er ging mit dem Springer zurück, nahm nicht den Läufer. Läufer B8, sehr stark, greift den F2 an, Dame E2 zurück. Dame H4, attackiert den F2 wieder. Schwarz ist jetzt voll am Drücker. Turm F1, Turm F3, König C2, der König läuft weg, Springer E6, Idee, Springer F4 offensichtlich. Es gibt hier nur einen Zug für Weiß, der die Partie nicht verliert. Springer F4 ist eine sehr starke Drohung. Deswegen spielt Weiß Springer D5. Der Springer geht wieder ins Zentrum und Weiß verhindert oder deckt das Feld F4. Wenn Schwarz Springer F4 spielt, dann tauscht den natürlich sofort ab. Deswegen Springer G5. Man hätte übrigens auch den H3 schon längst nehmen können, aber Nepo spielt ein bisschen zu kreativ teilweise. Springer G5. Sein Plan, er möchte mit dem Springer nach F3. Der Turm soll weg und dann Springer F3. Hier wäre jetzt sehr stark aus weißer Sicht gewesen, welcher Zug? Denkt dran, wenn man Material mehr hat, Weiß hat zwar nur einen Bauern mehr, aber sowieso sein König ist ein bisschen in Gefahr, sollte man Material abtauschen. Turm A3 ist stark. Hier mit der Idee, den Turm abzutauschen. Stattdessen geschah Turm AE1. Immerhin bringt er den Turm endlich ins Spiel und der weiße König kann vielleicht zum Damenflügel weg. Jetzt kommt Turm E6. Er nimmt nicht auf H3 die ganze Zeit. Ne? Springer DC3 zurück. Turm F6. Turm EF6. Und jetzt attackiert Schwarz hier dreimal diesen Bauern auf F2. Das war der 38. Zug. Jetzt ist Weiß dran. Kurz vor der Zeitkontrolle im 40. Zug. Ja, was soll man hier mit Weiß machen? Ich gebe euch mal eine Wahl. Springer D1 oder Springer D5 mit Angriff auf den Turm? Springer D5 fällt das Gleichgewicht, greift den Turm an. Das Problem ist, der hängt mit Schach. Schwarz hat keine Zeit, auf F2 zu nehmen. Wegen Springer schlägt F6 Schach. Schwarz müsste den Turm wieder zurückziehen und Weiß könnte die Züge wiederholen, wenn er Bock hat. Und die Stellung ist ausgeglichen. Was machte Fedusia aber? Er spielte Springer D1. Ich weiß nicht, ob er sich verrechnet hat oder ob er glaubte, dass er besser steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Schwarz hat enorm viel Druck hier. Aber das ist ein Fehler. Der Springer steht auch schlecht hier auf D1. Ne? Ich meine, von D5 nach D1 keine gute Evolution für den Springer. Schwarz könnte jetzt nehmen auf H3 endlich und Springer F3 vorbereiten, aber den will er gar nicht haben. Er spielt Turm 3 F4 und geht mit dem Springer gleich rein. Die Stellung ist schon unglaublich schwierig hier. Dame E3 und ihr seht schon, die Bewertung droppt. Nach Springer F3 steht Schwarz plötzlich auf Gewinn. Aber die Verteidigungszüge waren sowieso eher so computermäßig. Können wir uns sparen, für den Menschen kaum zu finden. Also ich zeige euch mal, C5 will hier Stockfisch spielen. Ja, wer kommt auf die Idee, jetzt hier den C-Bauern zu ziehen? Dame E3. Springer F3. D5. Im Übrigen, Turm E2 bringt nichts wegen Dame H3. Und dieser Turm hat hier auch keine richtigen Felder. So oder so gewinnt Schwarz eine Qualität hier, wenn er will. Fedusia schiebt jetzt die Bauern nach vorn. Läufer E5. Plötzlich ist der Läufer aktiviert. C5. Springer E1. Turm E1. Turm schlägt F2. Sehr interessant. Er gewinnt eine Qualität, gibt aber die Qualität gleich wieder, um durchzubrechen. Springer F2. Turm F3. Warum er Turm F3 gemacht hat, weiß ich nicht. Turm schlägt F2 sofort ist hier der Gewinnzug. Turm E2. Turm E2. Dame E2 und hier Dame F4 mit der Idee E3. Und der Freibauer ist super stark. Aber wie gesagt, manchmal neigt er zu, etwas zu kreativ zu spielen. Spielte Turm F3. Das ist aber ein Fehler. Hier haben sich beide verrechnet. Weiß
hätte jetzt mit der Dame auf E4 nehmen sollen und nach Turm schlägt F2 mit dem König nach D1 gehen. Hier gibt es keinen Gewinn für Schwarz. Der König auf D1 deckt hier den Turm. Es war auch wichtig, nicht in dieses Schach reinzulaufen. Hier gibt es Dame H5 Schach, aber Weiß stellt einfach den Turm dazwischen. Und das Endspiel ist nicht so klar. Weiß hat hier zwei gefährliche Bauern. Stattdessen opferte Weiß hier mit Springer schlicht E4 die Dame. Aber das verliert. Turm E3, Turm E3. F5. Der Bauer hier ist ganz wichtig. Freibauer. Springer C3 zurück. Springer EC3. Läufer schlicht C3. Sehr gut. Springer schlicht C3. Dame F2 Schach. König D3 und jetzt F4. Jetzt läuft der Bauer. Schwarz hat hier einen super Bauern. Turm E4. Dame G3 Schach. König D2, F3. Der Bauer läuft einfach durch. D6. Dame G2 Schach. Springer E2. Kleiner Trick noch. Gut, man muss sich anschauen, warum nicht König E3. Dann kommt aber F2 mit der Idee F1. Und wenn Weiß D7 macht, gibt es diese Schach hier. Dame G5 Schach. Nee, Moment. Quatsch. Auf F2 spiele ich F1 Springer. No? D7, F1 Springer spiele ich hier. Schach. Und dann hole ich mir über D2 den Bauern D7 ab. So war das. Ferrucci probierte noch Springer E2, aber Nepo nimmt den Springer nicht weg. Er spielt F2, möchte sich eine neue Dame holen. Und hier, D7 scheitert an Dame G5 Schach. Das war's. Weiß spielte noch Turm E8 Schach, König F7, Turm E7 Schach, König F6 und gab dann auf. Hier gibt's nichts mehr. Auf D7 kommt, ja, es geht sowieso nicht wegen König schlicht D7. Gibt aber auch noch Dame D5 Schach hier, ne? Gibt auch noch. Und F1 Dame ist nicht zu verhindern. Ja, eine sehr umkämpfte Partie hier zwischen Alireza Firusia und Jan Nepomniachtchi mit dem besseren Ende für den russischen Großmeister. Sehr interessant, super kreativ von beiden Spielern, mit offenem Visier gespielt. Weiß, super lange mit dem König in der Mitte, die Türme nicht entwickelt, ne? Keine Rochade, keine goldenen Eröffnungsregeln, nicht beachtet. Nein, aber es war natürlich auch spielbar und es war eine sehr, sehr spannende Stellung. Und verständlich, dass Ferrucci auch so gespielt hat, weil er hatte keinen Bock auf Russisch. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus, Big Greek Highlights, Big Greek Shorts. Ich werde natürlich weiterhin von diesem Turnier berichten. In den anderen Partien gab es keine Entscheidung in der zweiten Runde, alle in Remis. Nach zwei Runden führen Jan Nepomniachtchi und Wesley So das Turnier mit 1,5 Punkten an. Macht's gut, bis dann.